Okay, es geht schon. Liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Video bei Becoming a Trick. Heute haben wir Fragen. Nein, nicht wir haben Fragen vorbereitet. Umgekehrt, uns wurden Fragen auf Instagram gestellt und ich versuche sie zu beantworten. Nebenbei versuche ich ein Steuergerät zu reparieren und die Fragen zu beantworten. Und wir sind live auf TikTok. Wir sind tatsächlich live auf TikTok und versuchen da auch ab und zu Fragen zu beantworten. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Und los geht's mit der ersten Frage. Ismail F10 fragt, sind die Iconic Lichter erlaubt? Was für ein Thema eigentlich, sind die Iconic Lichter erlaubt? 5 YouTube-Videos schon drüber gemacht. Mindestens 1000 Videos auch drüber gemacht, ob die erlaubt sind oder nicht. Sagen wir so, ein Scheinwerfer, ein Eingriff in die Scheinwerfer ist allgemein nicht erlaubt. Es gibt eine Abnahme dafür, kann man auf jeden Fall machen, aber es muss natürlich alles mit Prüfzeichen und so weiter, das heißt die ganzen Materialien und Teile, die wir einbauen, müssen ein Prüfzeichen haben, dann kann man sehr wohl eine Abnahme machen und du wirst nie eine Abnahme bekommen für bunte Lichter und so weiter. Für die weißen Lichter kann man eine Abnahme kriegen, das ist überhaupt kein Problem. Ich muss aber sagen, die Iconic Lichter, wir bauen sie seit 4 Jahren ein und wir haben nie Probleme gehabt mit dem Ordnungsamt. Warum nicht? Weil wir tatsächlich das auch so einbauen, dass es auf keinen Fall auffällt. Und wie viele Kunden mussten zur Landesregierung nicht wegen den Scheinwerfern, sondern wegen anderer Sachen und haben dann immer Angst gehabt, dass sie was wegen den Scheinwerfer zahlen. Und es war noch nie was. Noch nie habe ich Scheinwerfer wieder zurück umbauen müssen, obwohl ich das kann. Ich könnte es. Also erlaubt sind sie nicht, aber man hat tatsächlich keine Probleme. Aber man kann eine Abnahme machen. Ja, eine Abnahme, dass es tatsächlich dann erlaubt ist. Ne? Also, dass es eingetragen wird, sagen wir so. Nur, es ist halt ein mega Prozess, sage ich mal, der sich fast nicht auszahlt. Okay, schauen wir kurz mal hier auf TikTok. Redest du mit der Luft? Nein, ich rede nicht mit der Luft, sondern... Ah, sehr gut. Lohnt sich etwas für mein Auto zu machen? Schreibt einer, weil er einen 1er hat, 2006. Aber allgemein, die Frage ist gut. Die Frage ist tatsächlich gut. Lohnt es sich überhaupt, das für mein Auto zu machen? Du musst immer überlegen, wie lange willst du das Auto haben? Also wie lange willst du es behalten? Das ist mal Punkt 1. Und ich kann nur von meiner Sicht reden. Und von meiner Sicht ist es so, dass ich auch 2 E46 habe, 2003 Baujahr. Und ich da wirklich, ohne nachzufragen, ob es sich lohnt, immer Geld investiere. Wenn ich es habe, natürlich. Aber ich frage mich nicht, ob sich das auszahlt für dieses Auto, weil das Auto nur vielleicht 5.000 oder 6.000 Euro wert ist. Ich frage mich immer, was habe ich davon? Es ist ein Luxus, alles, was wir verkaufen. Heißt, ich würde zum Beispiel, ich habe eine 46 Cabrio, ich würde dort 100.000 Euro investieren, es wäre mir scheißegal, also ich würde da nicht nachfragen. Aber natürlich musst du abwägen, wie lange wirst du das Auto behalten. Und los geht's. Gibt es Rabatt für Auslandskunden? Ich hätte 9 Stunden zu euch und müsste dort Hotel? Sehr gute Frage. Natürlich hat er viel höhere Kosten als ein Kunde, der vielleicht von Wien herkommt. Natürlich gibt es das und ich weiß, wir sind die Einzigen, also in der Automobilbranche, die diesen Service anbieten und ich bin wirklich extrem stolz drauf. Denn, haltet euch fest, für Kunden, die tatsächlich aus Deutschland kommen oder eine Anreise von 8 oder 7 oder 9 Stunden machen, egal von Deutschland oder von der Schweiz oder auch von Österreich, Bregenz und so weiter, ist auch extrem weit weg, ist es so, dass wir sagen, du, wir organisieren dir auf unsere Kosten ein Hotelzimmer für einen Tag und ein Leihauto. Das heißt, er kann herkommen, das Auto abgeben, wird dabei umgebaut, kann ins Hotel gehen, schaut sich Wien an mit unserem Leihauto, was alles auf unsere Kosten kommt, nur weil er sich den Weg von 8 oder 9 Stunden antut. Ne? Das ist der Rabatt, den wir eigentlich geben können oder den wir geben. Also sehr wohl gibt es Rabatt für euch. Ja, das geht sich nicht mal aus. Jetzt gehe ich kurz auf eine TikTok-Frage ein. Was ist der letzte Preis? Ja, also natürlich, wenn man, weil einer fragt, wenn ich mehrere Sachen mache, kriege ich da natürlich einen besseren Preis, ja oder nein? Natürlich, ja. Auf jeden Fall kriegt man da einen besseren Preis. Machst du das beruflich oder privat? Nichts gegen dich, sicher. Aber ich mache es mega beruflich. Und wir sind 8 oder 9 Mitarbeiter? Überfragt. 8 Mitarbeiter schon oder 9 Mitarbeiter, die sich um euch kümmern und um die Autos und so weiter. Und die nächste Instagram-Frage, let's go. Edic77 fragt, Golf 4 Iconic Scheinwerfer gibt's die bei euch? Schade, dass das Problem ist, nein, die gibt's nicht. Aber nichts gegen die Golffahrer oder nichts gegen die 4er Golffahrer. Der Grund, warum wir für ältere Autos nichts haben, ich sag's euch kurz und knapp, ohne überheblich zu sein, ohne unhöflich zu sein, unhöflich. Der Grund ist, das Auto, wenn du jetzt nicht ein Liebhaberfahrzeug hast, na, die VR und so weiter gibt es um 10.000, 15.000 Euro, da kann man schon was machen. Aber die meisten fahren halt Autos oder 4er Golf, die 1.000, 2.000 Euro kosten. Und unsere Dienstleistung kostet schon für die Iconic Scheinwerfer 1.500 oder 2.000, je nachdem, was für ein Umbau man machen will. Und das zahlt uns keiner.
einfach. Und dann biete ich es nicht an. Warum soll ich etwas anbieten, was keiner zahlt? Und darum biete ich es nicht an. Also die gibt es nicht. So, Mitarbeiter offiziell angemeldet. Das Ärgste, das war der Wechsel, das war unser Nachbar, der hat das geschrieben. Also es war ein Schmäh, ne? So eine Frage, aber alles groß geschrieben, die muss ich vorlesen. Die Autos werden immer moderner und das Ganze ist serienmäßig eingebaut. Was machst du dann? Boah, das ist die beste Frage, die mir je irgendwer stellen hat können. Früher habe ich die Frage noch öfter bekommen. Okay, da fragt ein aus TikTok, hey Bekim, die Autos werden immer moderner und das, was ihr macht, das wird bald serienmäßig. Was macht ihr dann? Die Leute, ich mache ein Fitnessstudio. Ich erzähle euch mal kurz, wie vor allem unser Business oder allgemein dieses Business von Tuning funktioniert. Es ist ja nicht so, dass wir nur jetzt Scheinwerfer machen, nur Ambientebeleuchtung machen. Tatsächlich werden die neuen Autos immer mehr beleuchtet und so weiter. Aber liebe Leute, es ist noch immer nicht serienmäßig. Noch immer nicht. Wir machen einen F30, wir machen bis heute noch F10 Ambientebeleuchtung. F10 Ambientebeleuchtung fängt ab 2012, 2013 Baujahr. Das sind 10 Jahre. Wir bauen Autos vor 10 Jahren um. Die Autos, die heute rauskommen, haben noch immer nicht serienmäßig Ambiente. C-Klasse und so weiter, E-Klasse. Das heißt, wir haben noch einen Puffer von 10 Jahren. Weil in 10 Jahren werden wir, 10 Jahre rückblickend, wie jetzt die F10, die C-Klassen, die G20 und so weiter umbauen. Das heißt, wir haben locker noch 10 Jahre Puffer. Aber wir machen ja nicht nur Ambientebeleuchtung. Wir machen ja allgemein Nachrüstungen und so weiter für Autos. Und los geht's. Wie viel kostet weiße Tachobeleuchtung für F10? F10, weiße Tachobeleuchtung. Allgemein die Tachobeleuchtungen kosten, liebe Leute, zwischen 100 und 200 Euro bei uns. Ihr könnt uns die Tachos zuschicken, was viele deutsche Kunden machen. Die schicken uns, die bauen selber das aus, ist nur mit zwei Schrauben festgehalten, abstecken, in ein Paket rein zu uns. Innerhalb von einem Tag wird das wieder zurückgeschickt und du hast eine weiße Tachobeleuchtung. Was will man mehr, liebe Leute? Nächste Frage auf Instagram. Los geht's, auf YouTube. So, Adrian001 fragt, wann rasierst du dich? Ui, das Problem ist momentan, sehr private Frage, muss ich sagen. Gar nicht. Jetzt ist es momentan ein bisschen sogar zu kurz. Macht ihr auch LEDs beim Grillen? Boah, geil. Super Frage. Super, wer ist das? Du hast einen Kaffee bei mir gewonnen. Und ja, machen wir auf jeden Fall. Vor allem für die BMW-Modelle und so weiter machen wir Kühlergrillbeleuchtungen. Letztens haben wir das auch gemacht beim X4M. Wir haben es gemacht bei der C-Klasse und schaut richtig gut aus. Kurz und knapp, wir machen die ja. Bessie Chatri fragt, bezieht ihr Dachhimmel auch mit Alcantara? Auf jeden Fall haben wir sehr oft gemacht. Warum? Weil ich nicht auf grauen Himmel einen Sternenhimmel mache. Vorher sage ich immer den Kunden, wir müssen den Himmel entweder beziehen, Alcantara oder schwarz ganz normal. Dazu werden auch die Sonnenblenden dazugekauft, die Handgriffe und so weiter, alle Teile, die Plastik sind, werden dazugekauft, original von BMW, von Audi und so weiter. Alcantara gefällt mir persönlich extrem, schaut einfach so edel aus. Und da gibt es auch Preiskategorien, weil es gibt wirklich verschiedene Alcantara-Stoffe und je nachdem, was man bereit ist auszugeben, kostet es auch. FX-Birks fragt, ist beim Sternenhimmel euer Gerät unterm Dachhimmel oder werden die Fasern irgendwohin verlegt? Letztendlich gibt es nur eine Lichtquelle, bei uns gibt es sogar zwei. Wir haben einige Modelle gemacht, wo wir gar keine Chance gehabt haben, das Modul innen zu verstecken, also nicht innen, sondern im Dachhimmel zu verstecken, haben wir die Lichtfasern bei der C-Säule vorbeigeführt und dann tatsächlich das im Kofferraum gemacht. Ansonsten, wenn sich aber das oben ausgeht, dann machen wir uns nicht jetzt Mühe, extra bei der C-Säule vorbeizugehen. Denn bei der C-Säule vorbeizugehen mit Lichtfasern ist gar nicht so einfach. Ist richtig schwierig. Ein Vergleich zwischen viele Sterne und wenig Sterne Bild. Hier haben wir 500 Sterne und hier haben wir 1000 Sterne. So, liebe Leute, das waren ein paar Fragen, die wir jetzt beantwortet haben. Die Fragen konnte man uns auf Instagram stellen. War richtig lustig, ein paar Fragen zu beantworten. Wir waren auch auf TikTok live. War auch sehr lustig, da haben wir auch ein paar Fragen bekommen. Ansonsten, abonnieren den Channel, um nichts zu verpassen. Lasst ein Like da, falls dir das Video gefallen hat. Und ich hoffe, bis zum nächsten Video. Adios.